zum Thema Trigonometrie in einem rechtwinkligen Dreieck. Zuerst eine Einleitungsaufgabe. Frage: Mit welcher Geschwindigkeit drehen wir bei 50 Grad Breitengrad mit der Erde um ihre Achse? Die Erde dreht eine Runde innerhalb von 24 Stunden. Belgien befindet sich ungefähr auf 50 Grad Breitengrad. Mit welcher Geschwindigkeit drehen wir denn um die Erdachse? Wir werden diese Frage beantworten können durch Trigonometrie in einem rechtwinkligen Dreieck. Legen wir sofort los mit dieser Angabe. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck, angegeben mit diesem Winkel Alpha und die drei Seiten A, B und C. Wir wählen jetzt ein Bezugssystem, das heißt, wir wählen den Ursprung. Ich wähle ihn hier an diesem Punkt und dann wählen wir auch die Achsen. Das ist die X-Achse und das ist die Y-Achse. Die Einheiten, die dürfen wir nicht mehr wählen, die sind schon angegeben durch die Maßen von A, B und C. Also müssen wir die Einheit schon so eintragen wie angegeben. Jetzt zeichnen wir den trigonometrischen Kreis und dieser Winkel Alpha bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis diesen Punkt. Die Abszisse von dem Punkt, das ist der Cosinus von Alpha und die Ordinate von dem Punkt, das ist der Sinus von Alpha. Wir sehen hier die Situation kleines Dreieck und großes Dreieck. Diese Situation entspricht genau dem Lehrsatz des Thales, der ja besagt, wenn diese Kante von dem kleinen Dreieck hier parallel zu dieser Kante ist, dann gilt große Seite AB geteilt durch kleine Seite AP gleich große Seite AC geteilt durch die entsprechende kleine Seite AQ und das ist auch nochmal dasselbe wie diese große Seite BC geteilt durch diese kleine Seite PQ. In Kelmis kennt man diesen Lehrsatz eher unter Frittentüten-Lehrsatz, denn das erinnert sehr stark an Frittentüten. Bei dieser Frittentüte gilt groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Oder auch andersrum, klein geteilt durch die entsprechende große Seite, das ist klein auf groß und das ist auch nochmal klein auf groß. Genau diesen Frittentüten-Lehrsatz werden wir hier anwenden und zwar klein auf groß gleich klein auf groß, gleich klein auf groß. Wir haben die Gleichheit von diesen drei Brüchen. Wir werden hier nur zwei brauchen. Und zwar klein geteilt durch groß, gleich klein geteilt durch groß. Lesen wir nochmal. Klein, also Sin Alpha, geteilt durch groß, also B, gleich klein, Radius des Kreises also 1, geteilt durch groß, also A. Sin Alpha geteilt durch B, gleich 1, geteilt durch A. Schreiben wir es hin. Sin Alpha auf B, gleich 1 auf A. Diese Zahl B setzen wir jetzt noch rechts rüber und finden so, dass der Sinus von diesem angegebenen Winkel Alpha dasselbe sein muss wie B geteilt durch A. Wir schließen also daraus, dass der Sinus von diesem Winkel gleich sein muss zur gegenüberliegenden Kathete, man nennt sie auch die Gegenkathete, geteilt durch die Hypotenuse. Das halten wir sofort als Rechenregel fest. Der Sinus eines spitzen Winkels in einem rechtwinkligen Dreieck ist gleich zu der Länge der gegenüberliegenden Kathete, die man auch kurz Gegenkathete nennt, geteilt durch die Länge der Hypotenuse. Sinus von Alpha ist B auf A.
Es ist aber nicht clever, die Formel so auswendig zu behalten, denn es könnte vorkommen, dass man diese Seite b nennt und diese da c, und dann wäre die Formel falsch. Es ist besser zu behalten, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus eines Spitzenwinkels ist immer gleich zu Gegenkathete auf Hypotenuse. Also schreiben wir das so. Der Sinus von Alpha, das ist die Gegenkathete, geteilt durch die Hypotenuse. Wir wenden jetzt wieder den Frittentüten-Lehrsatz an, dieses Mal für den Cosinus. Klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß. Also Cosinus von Alpha geteilt durch C gleich 1 geteilt durch A. Wir halten das sofort fest. Cos Alpha geteilt durch C gleich 1 geteilt durch A. Die Zahl C, die hier teilt, setzen wir rechts rüber. Dann multipliziert die da. Und so finden wir, dass der Cosinus von Alpha C auf A sein muss. Was wir auch sofort hier festhalten können. Wir behalten aber, der Cosinus von diesem Spitzenwinkel ist gleich zu dieser anliegenden Kathete geteilt durch die Hypotenuse. Diese Kathete liegt dem Winkel Alpha an. Man nennt sie also die anliegende Kathete, kurz auch die An-Kathete. Auch hier ist es besser, nicht C auf A zu behalten, sondern A auf H. Der Cosinus eines Spitzenwinkels ist immer gleich zur An-Kathete geteilt durch die Hypotenuse, A auf H. Wohl bemerkt, was wir hier machen, funktioniert alles nur in einem rechtwinkligen Dreieck. Jetzt kommen wir zum Tangens. Der Tangens von einem Winkel ist ja definiert als Sinus von dem Winkel geteilt durch Cosinus von dem Winkel. Der Sinus von Alpha ist aber b auf a, also dürfen wir ihn hier ersetzen durch b auf a. Und der Cosinus von Alpha, das ist c auf a, den dürfen wir also hier ersetzen durch c auf a. Um b auf a durch c auf a zu teilen, multiplizieren wir b auf a mit dem Kehrwert von c auf a, das heißt so. Hier können wir noch durch a kürzen. Wir haben also herausgefunden, dass der Tangens von Alpha b auf c ist. Das halten wir auch sofort hier fest, nennen das aber nicht mehr b auf c, sondern wir sagen, der Tangens von diesem Spitzenwinkel ist gleich zur Gegenkathete geteilt durch die An-Kathete, also G auf A. So, der Kotangens von Alpha ist ja der Kehrwert vom Tangens. Der Tangens ist B auf C, der Kehrwert von B auf C, das ist C auf B. Also ist der Kotangens von Alpha C auf B. Wir behalten, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Kotangens des Spitzenwinkels Alpha, das ist die An-Kathete geteilt durch die Gegenkathete. Also schreiben wir hier A auf G. So. Es gibt Leute, die behalten jetzt auswendig die Reihenfolge Sin, Cos, Tangens, Cotangens und sie lesen hier Gaga, Hummel, Hummel, AG. So findet man das im Internet. Wenn das hilft, um die Formel zu behalten, desto besser. Hauptsache ist, man behält sie. Hauptsache ist, man behält, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus eines Spitzenwinkels ist immer die Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse, der Cosinus eines Spitzenwinkels ist immer die An-Kathete geteilt durch die Hypotenuse, der Tangens eines Spitzenwinkels ist immer die Gegenkathete geteilt durch die An-Kathete, und der Kotangens eines Spitzenwinkels ist immer die An-Kathete geteilt durch die Gegenkathete. Übrigens, unsere Einleitungsaufgabe kann so schön mathematisch modelliert werden und durch diese Trigonometrie in diesem rechtwinkligen Dreieck hier werden wir diesen Radius R berechnen können. Und durch diesen Radius R
werden wir dann also die Länge von dieser Kreislinie berechnen können, diese Kreislinie, die wir innerhalb von 24 Stunden zurücklegen. Und somit werden wir auch unsere Geschwindigkeit durch die Erdrotation um ihre eigene Achse bestimmen können. Es lohnt sich wirklich, diese Aufgabe zu lösen, denn das Ergebnis ist verblüffend. Als Ergänzung könnte man dann auch noch die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne berechnen. Das Ergebnis ist unglaublich. Wir düsen mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit um die Sonne. Es lohnt sich wirklich, das mal nachzurechnen. Viel Spaß dabei!